Da, 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 da. Nee, das gefällt mir nicht. Mit dem Dach. Nein. Das gefällt mir allerdings überhaupt nicht. Ach, warte mal, das mache ich anders. Bevor ich jetzt hier mir die Mühe mache, alles abzuschlagen, mache ich es doch anders. Wolltest du gerade Schlachten sagen? Ja, ich bin sonst immer der Hau drauf-Typ, ne? Das ist irgendwie für mich eine ganz neue Welt, hier jetzt bauen zu müssen. Dürfen. Ach, dürfen, natürlich, dürfen. Hier Dürfen. bauen zu dürfen, ist für mich sozusagen gerade eine ganz neue Welt. Guck, von unten siehst du es nämlich nicht. Toll aus. Oben die Fenster gefallen mir auch so. Ja, so hätte das vorne gemusst, genau. So, jetzt muss ich aber wirklich so langsam. Ja, Mädels, sollen wir dann, keine Ahnung, für heute Schluss machen insgesamt? Ihr könnt ja noch weitermachen, wenn ihr wollt. Weiß nicht, was schaut's bei dir denn aus, Strickmamsel? Ich hätte schon noch Zeit, aber wir müssen das ja nicht alleine machen. Wir können das doch zusammen machen. Ja. Naja, habt ihr Nicole noch dabei? Ja, ich sage, wir alle vier zusammen, aber wir können auch, dann machen wir drei noch ein bisschen weiter. Vielleicht sind wir ja sogar noch zugange, wenn ihr vom Einkaufen wieder da seid. Um 11? Ich glaube nicht. Könnte schwierig werden, das glaube ich auch. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Ja, vielleicht noch ein halbes, dreiviertel Stündchen, was weiß ich. Ha? Ja. Lust hätte ich noch. Ja gut, dann machen wir einfach noch weiter. Platti, schmeiß uns nicht alle aus dem Teamspeak raus. Wir sind ja hier nicht in der Skype-Besprechung, da könnte das durchaus passieren. Alles Nee, klar. ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Auf Alles jeden klar. Tschüss, Fall. Mausi. Tschüssi. 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 User disconnected from your channel. Das mit den Fenstern ist ein bisschen arg wenig, ja? Wir müssen sowieso mit zusätzlicher Beleuchtung arbeiten, so ist das nicht. So, jetzt pass auf. Das mache ich jetzt auch anders. Nur diese sollten wir dann auch zwei hoch machen. Guck dir das bitte erst von außen an. Die obere Reihe gefällt mir besser als die da drunter. Guck dir das bitte erst von außen an. Hab ich schon, Nicole. Ganz sicher. Dann mach das. Jetzt Ich mach das nicht, ich mach streitet das nicht euch rein. doch nicht. Wenn Was ist ich denn blind los, wäre. Mädels? So, und jetzt pass auf. Und zwar mache ich das ab hier. Die nächste Schicht. Verdammt. So meck ich das. Mal schauen.
Das ist falsch. Das ist ja der helle Wahnsinn, dieses Bauen. Vielleicht sollte ich das viel öfters mal machen, damit ich da Übung drin kriege. Ja, schlecht wäre das nicht, ne? Ja, aber ich muss mich da immer so viel konzentrieren und keine Ahnung, ist ja traurig. Traurig. Wenn man immer nur ans Bauen denkt, einem nichts anderes durch den Kopf geht als Bauen. Aber es ist schon witzig, ja, ist es. Ja, wir sind die munteren Bauerleins. Ah, hier ist es, jo. Da ist es. Hier ist es, jo. Okay, jetzt haben wir's. So. Na, weg. Kommt da zu Rande da, ihr zwei. Ja, klar. Oder muss ich mich zwischen euch zwei Streithähne bald mal schmeißen? Nein, das soll sie sich dann umbauen, weil ich mag das nicht, dann baue ich das nicht. Was denn? Das mit den zwei tiefen Fenstern, wenn das dann auf den Boden geht. Oder halt... Jetzt sei nicht so eine beleidigte Leberwurst. Bin ich nicht, das ist einfach nur, so mache ich das immer. Ich verkaufe ja auch nichts, was ich nicht essen würde. In welchem Holz soll, oder in welchem Stein oder was auch immer sollen die Zwischenböden? Welche Zwischenböden? Naja, soll das ein Raum bleiben? Nein, nein, das bleibt nicht ein Raum, aber ich weiß noch nicht, wo ich die Zwischenböden setzen soll. Achso, ich dachte, das geht dann auf Höhe der Abdingsbums, die wir von außen haben. Ja, nee, das meinte ich jetzt nicht. Siehst du, das ist, was ich meine, ja? Du konzentrierst dich ohne Ende aufs Bauen und weißt gar nicht, was du sagst. Weil ich habe mir eventuell überlegt, ob man nicht in der Mitte vielleicht sogar eine Treppe so nach oben zieht. Ja, das müssen wir auch noch machen. Verstehst du? Gar nicht schlecht. Und aber die Böden sollten doch auch aus dem roten Stein gemacht werden, ne? Genau wie oben die Decke, oder? Ja, ja. Ja, das auf jeden Fall. Dass man quasi eine Treppe in der Mitte hat, wie so eine Wendeltreppe. Und von dieser Wendeltreppe gehen dann die Räume ab. Genau das. Jetzt haben wir's. Ja, dafür können wir dann den Boden an der Stelle wieder rausnehmen. Ja. Erstmal die Böden reinziehen und dann kann man sagen, wo man die Treppe hin machen will. Genau. Jetzt wäre ich fast vom Dach gefallen. Dachdecker ist tot. Möchte nicht hören. Was heißt, ich möchte nicht wissen? Ich weiß es ja. Oft genug miterlebt. Mein Schwager ist Dachdecker. Meine Schwester, die steht auch immer tausend Tode aus, wenn der auf dem Dach steht. Das glaube ich, die Arme. Ja, aber so ist das Leben, ne? Aber du glaubst gar nicht, wie der auf dem Dach rumläuft, wie der da fertig wird. Also eine Katze ist nichts dagegen. Ja.
Na, ich hätte, glaube ich, auch Sorge um meinen Göttergatten, wenn der Dachdecker wäre. Meine gut, beruflich bedingt habe ich natürlich auch einiges mitgekriegt, aber sag mal, passieren kann es überall. Ob du nun Dachdecker bist, klar, ist natürlich gefährlicher auf jeden Fall. Du kannst auch als Bauzeichner, ja, kannst du vom Stuhl fallen und dir das Genick brechen, also wenn du danach gehst. Kannst auch morgens aus dem Bett steigen, über eine Teppichkante fallen und dir das Genick brechen. Ja. So weit brauchst du gar nicht zu gehen. Du kannst auch ein stumpfes Bauchtrauma ist wesentlich, ist ziemlich übel auch. Was ist ein Bauchtrauma? Das ist, wenn du dir den Bauch so stößt, dass du dir irgendwelche Organe zerreißt. Ach du Scheiße. Gibt's alles. Gibt's das alles? Ja, leider. Leider gibt es das alles. Es muss nicht immer nur das Genick sein. Sodele. Ja. Tja, hier muss kann auch ich dahin, einen ne? Vierten rausziehen, ne? Nee. Oben das Geschoss war sowieso ein höher. Ich glaube, so mache ich's. Weiß zwar noch nicht, ob das nachher gut aussieht. Das ist ja das Schöne bei Minecraft, du kannst es ja genauso schnell wieder abreißen, wie du es aufbaust. Naja, geht so, ne? Ja, irgendetwas ist hier aber falsch. Wo bist denn du? Warte mal. Auf dem Dach oder wo bist du? Ich bin auf dem Dach, ja. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Warum hast du denn nach hier vorne zwei freigelassen? Was denn? Das hatte ich vor, das wollte ich hier eigentlich auch machen und hier habe ich den Fehler gemacht. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt nicht schon wieder einen Fehler mache. Den da noch rein. So. Den hier. Habe ich's jetzt? Ja, oder? Ja, müsste.
Mann, oh Mann, oh Mann. So entstehen Fehler. Und hier ist es auch schon richtig, oder? Oder habe ich hier vielleicht zu viel weggenommen? Da ist zu viel. Wo ist einer zu viel? Einer muss wieder dahin. Der hier? Ja. So. Ja. Ja? Aber hier ist jetzt ein Abstand. Ja, du hast ja auch hier. Irgendwo ja, hast richtig. Du ja Zweier, ne? Ja, nee, ist symmetrisch. Das ist die Hauptsache. Ja, ist es. Alles super. So ganz. Ha? Hier ist einer. Wo? Hier hast du zwei. Du musst da noch eine Reihe vorsetzen. Was denn? Da, wo du jetzt stehst, bei der Schräge. Hier muss eine Reihe noch davor. Hier. Hier. Haben wir den Boden nein, einzugehen? Nein, 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 warte. Da. Da muss noch eine Reihe vor. Was hast du gesagt? Haben wir den Boden zu hoch? Der Boden ist ein bisschen höher als, also das unterste meinst du jetzt? Ja, die. Hier auch? Unterste. Nee, das war's dann. Der hier ist 6 hoch, ne? Ja, dann ist jetzt richtig hier. So, jetzt lass mich mal überlegen. Ich weiß gerade nicht, wie ihr da die Fenster reinhaben möchtet unten. Ach, lass doch mal kurz offen. Ich wollte auch mal eben kurz gucken, wo wir jetzt überhaupt sind. Das ist schon blöd. Was denn? Ja, du hättest draußen die Balkone auf Höhe der Decken innen machen müssen. Dann wäre das alles besser gewesen. Ja, da müsst ihr jetzt drauf achten, weil die sind unterschiedlich. Der unterste ja, ist ein bisschen du größer. Du musst mal eben kurz kommen. Du musst mal eben kurz hier reinkommen. Wo bist du denn? Ja, hier unten drin. So, lass es dich erklären. Der Boden hier drin ist ein höher als hier draußen. Hm? Und eigentlich hätten ach die Balkone... Ach so, das meinst du. Ja. Nee, das jetzt ist... Haben wir nein, nein, nein. Im Erdgeschoss das ist, haben wir nämlich eine Deckenhöhe nein. von 6. Ja. Im Mittelgeschoss haben wir 3 und ganz oben sind 4. Ja, ist doch okay. Es muss nicht so symmetrisch die Räume sein. Ich hatte mir das sowieso vorgestellt, dass du, um auf diese Emporen drauf zu kommen, Treppen brauchst. Ja, da bin ich gerade am Bauen. Du? Beziehungsweise ich wollte gerade gucken, wo man die am besten hinsetzt und dann nach oben baut. Einmal nach rechts herum und einmal nach links herum, wenn es recht ist. Und oben hier im Eingang nur so eine Empore macht und dann dahinter liegend die Räume macht. Wie wäre das? Nochmal. Also man kommt hier rein, hier ist der Eingang, hier fängt die Treppe an. Ja. Ne? Geht da ein bisschen höher, dann kommt ein Podest und dann geht die einmal nach rechts oben und einmal nach links oben. Und da kann man dann oben so eine Galerie machen, dass man von hier aus oben ein bisschen höher gucken kann. Und dann hinter der Galerie sozusagen die Räume, denn da ist ja noch Platz satt. Ja, ja. Aber die Tür da hinten will ich nicht. Nein, nein, die haben wir nur da reingemacht, weil wir eben draußen gucken wollten. Ach so, okay. Okay. Wird gleich wieder dicht gemacht. Dann ist das ist kein Thema. Also die, sag schnell, diese Dinger hier selbst, weißt du, dieser Boden, auch in den oberen Etagen, ja. Der kann ruhig tiefer sein als die Decke. Und dann einfach eine kleine Treppe. Verstehst, wie ich das meine? Ja, na, ich denke mal, hier unten willst du doch eine Galerie haben, oder? Ja, ja, ja. Nur, warte, ich nehme mal den hier weg. Wenn du dann hier rauskommst, ne, dann steht da quasi so eine Treppe auf die Balkone oder was auch immer das ist. Verstehst? Also das macht nichts, wenn die Böden von innen höher stehen als die... Es geht um Fenster, Gogo. Wieso Fenster? Na, willst du da unten kein Fenster drin haben? Wo unten? Hier unten? Ja, komm mal rein, dann siehst du, dass da oben gibt's Fenster, aber da drunter nicht mehr. Ja, ist ja auch okay. Lass die Fenster okay. Ruhig da oben. Hier unten kann die Halle ruhig dunkel bleiben. Ja, dunkel darf sie nicht bleiben, dann hast du hier Monster drin. Ja, mit Fackeln. Da müssen wir dann mit Seelaternen arbeiten. Die sehen eigentlich am besten hier drin aus. Na, lieber Fackeln.
Ja, oder Fackeln. Hier auf dem Boden, hier und da vielleicht mal eine Laterne, aber ansonsten Fackeln an den Wänden. Und die Treppe, willst du die in weiß? Weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. Weißen Quarz? Ja, ist gut. Oder soll die sich abheben? Nee, ich finde, die Decken sind so, sind schon bunt genug. So. Ich merke gerade, nur Fackeln wird nicht reichen. Es gibt Diamantblöcke. Ja. Das ist ein Ding. Eis. Aha. Okay, okay. Was es nicht alles gibt, do. Schwarzes Glas. Wie geil ist das denn, bitteschön? Purpurblock. Woraus macht man einen Purpurblock? Das ist eine Frucht, die wirft Sachen ab. Die kannst du dann zum Purpurblock machen. Okay. Sieht scheiße aus. Entschuldigung. Das wäre okay. Und das sind die Säulen. Groß, ne? So. Oder? Sieht das aus? Ich weiß nicht, wie sieht denn das dann auf der anderen Seite aus? Das nimmt dann im Endeffekt die ganze Eingangshalle ein, oder? Ja, da kommt ja oben drüber, wird ja sozusagen auch noch die ganze Decke wieder rausgebrochen. Sie wollte ja hier eine Galerie haben. Okay. Machen wir erst weiter. Und dann können wir es immer noch wieder rausbrechen. Habt ihr Probleme mit meinen Ideen? Ich habe fertig. Ich verstehe es nur nicht. Das ist so, ich und Bauen, ja. Das ist so, ich bin diejenige, die alles abholzt. Aber das war's dann auch. Nee. Auf da. Da hinten. So, was? Wo bin ich denn da drauf gekommen? Sehen? Nee, das passt hier nicht.
Wenn es sein muss, baue ich es gleich wieder zu. Ich will nur eben wissen, wie es aussieht. Das ist Mist. Hier bist du ja nur am Zielen. Ah, das war der Fehler. Okay. Nö. So. Und dann einen hier hin. Na, spring nach hinten. Irgendwie ist das nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt Nee. habe. Ich muss mal eben ganz schnell bei mir im Raume Licht anmachen, ja? Mach das. Gleich erstmal, ist das 8:15? Miralia, was hältst du von der Treppe? Kleiner geht nicht. Jetzt 4 ist das zu breit. Entweder geht 4 oder 2, weißt du, wegen der Eingangstür, dass das. Zwei sieht aber nicht aus, das ist zu gedrungen. Ja, genau. Moretti, komm mal kurz eben nach unten. Komm noch mal bitte eben gucken, ob das so ist, wie du dir das vorgestellt hast. Miralia, kommst du mal hoch? So, da bin ich wieder. Da müssten wir jetzt hier. Mach nur mal ganz kurz irgendwas dahin, damit das aussieht, als wenn das so muss. Als Geländer würde ich das hier vorschlagen. Was hältst du davon? Ja, das ist auf jeden Fall besser als irgendwelche Zäune oder so. Ja, ne? Ja. Noch einer vor oder reicht das so? Trick, Mamsel. Ja. Na. Was ist? Das ist zu viel hier vorne vor. Was, wo bist du? Da ist hier. Das ist alles zu viel. Da würde ich ja. Pff. Bei die wieder raus? Ja. Unbedingt, bitte. So. Schon besser. Ach, das mit den Laternen muss auch nicht so bleiben. Ich hatte da nur gedacht, weil die jetzt nicht verkleidet sind von außen, so wie die anderen, habe ich gedacht, ich mache da so. Aber die können wir auch wieder vorweg machen. Ja, Hier, wäre mir guck. fast lieber, muss ich ehrlich sagen. Ja, jetzt guck mal Guck hier mal, mit der guck mal. Treppe. Ach so, ja gut, dann gucke ich mal eben mit der Treppe. Warte, ich komme.